Stabilität? Fehlanzeige. Die Italiener suchen weiter nach einer Regierung, die sie in eine klare, stabile Zukunft führt. Die Europabefürworter stellen die Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Die Europagegner dominieren zusammen mit der Protestbewegung im Senat. Damit blockieren sich Reformer und Antireformer aktuell gegenseitig. Die Rede ist bereits von erneuten Neuwahlen. Experten interpretieren die Einstellung der Italiener jedenfalls als Warnzeichen. Schließlich hat rund die Hälfte der Bürger antieuropäisch gestimmt. An den Märkten kommen die bisherigen Ergebnisse gar nicht gut an. Vor allem der Euro leidet unter den Resultaten. So fiel die Gemeinschaftswährung innerhalb kurzer Zeit um fast 3 Cent. Sogar die Marke von 1,31 Dollar wurde nach unten durchbrochen. Damit notiert der Euro auf dem niedrigsten Stand seit Anfang Januar. Stellt sich die Frage, wie es in Italien weitergeht. Einige Experten hatten schon im Vorfeld der Wahlen Geduld angemahnt. Wenn man sich das politische System anschaut in Italien, heißt es, dass die Regierungsformung doch sehr lange dauern wird, dass es kompliziert sein wird. Bedeutet, auf die Märkte und ganz Europa kommt wieder einmal eine Geduldsprobe zu. Die Europagegner drohen, die wichtigen Reformen zu blockieren. Die Schuldenkrise könnte damit erneut auflackern. Eine Erkenntnis haben die Wahlen jedenfalls gebracht. Von Stabilität ist Italien ein ganzes Stück entfernt.